Und damit heiße ich euch ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Pokémon Leuchtender Perle. Ja, hinter mir steht Professor Eibel und ihm wollen wir jetzt unseren vollständigen, mehr oder weniger vollständigen Pokédex zeigen. Grüß dich, Torti. Bist du gekommen, um mir zu zeigen, wie du mit deinem Pokédex vorankommst? Jawohl. Du hast 150 Pokémon gesehen. Wunderbar, Torti. Sämtliche Pokémon der Sinnoh-Region sind in deinem Dex verzeichnet. Das wird mir bei meinen Forschungen zur Entwicklung der Pokémon eine große Hilfe sein. Wen haben wir denn da? Hallo Professor Eibel, lange nicht gesehen. Ich muss schon sagen, werter Kollege, der Weg von Kanto nach Sinnoh ist kein Mauzi-Sprung. Doch Sie werden mir jetzt sicher zustimmen, dass keine Reise zu weit ist, wenn man dadurch neue Pokémon treffen kann. Na, wenn das nicht mal mein alter Kollege Professor Eich ist. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn Sie als weltberühmter Pokémon-Experte den weiten Weg gescheut hätten. Immerhin pflegten wir doch früher stets zu scherzen. Wo immer sich ein Pokémon zeigt, ist auch unser Eich nicht weit. Schön zu sehen, dass sich das nicht geändert hat. Professor Eich, ich möchte Ihnen einen Neuzugang im Labor vorstellen. Er hat es tatsächlich geschafft, jede Seite des Sinnoh-Pokédex für mich zu füllen. Ah, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Eich. Wie du sicher mitbekommen hast, Professor Eibel hat mir schon viel von dir erzählt. Er überschlägt sich fast vor Lob für dich und dein Können als Trainer. Wie ich sehe, wärst du denen nicht nur gerecht, nein, du übertriffst meine Erwartungen sogar. Außerdem hast du ein hervorragendes Gefühl für das richtige Timing. Eigentlich führt mich ein anderer Grund in diese Gegend. Doch, wo ich schon mal hier in der Nähe bin, wollte ich Professor Eibel auch gleich die Daten für den Nationaldex vorbeibringen. Da du gerade hier bist, kann ich dein Exemplar ja auch gleich zum National-Pokédex aufrüsten. Schließlich gibt es noch viel, viel mehr Pokémon auf dieser Welt zu entdecken. Dankeschön. Den National-Pokédex zu vervollständigen ist kein leichtes Unterfangen. Doch ich zweifle nicht daran, dass du dich mächtig ins Zeug legen wirst. Seien Sie ganz unbesorgt. Torti wird die Aufgabe mit Sicherheit bestens erledigen. Aber verraten Sie mir doch bitte, welcher andere Grund Sie hergeführt hat, geschätzter Kollege. Nun, ich habe gehört, dass der Hamasu-Park seine Pforten geöffnet haben soll. Wenn ich mich nicht irre, liegt er am Ende von Route 221. Dieser Park verfügt über ein besonderes System, das die verschiedensten Pokémon-Arten aus den einzelnen Regionen anlockt. Ich wollte mir ein Bild davon machen, ob auch alles reibungslos vorangeht. Du solltest auch unbedingt im Hamasu-Park vorbeischauen, Torti. Huch, ist das schon so spät? Jetzt muss ich aber los, sonst schaffe ich es nicht mehr pünktlich zu meinem Meeting. Es war mir eine Freude, euch getroffen zu haben. Bis bald. Da geht er hin, wie immer in Eile. Zurück zu dir, Torti. Zum Dank dafür, dass du den Sinnoh-Dex vervollständigt hast, habe ich ein Geschenk für dich. Ah, okay. Das hier ist... Ja, ich weiß, was das ist. Und jetzt sollten wir eigentlich... Hallo, wir haben uns hier eine Weile nicht gesehen. Als ich hörte, dass du die Top 4 besiegt hast und in die Ruhmeshalle eingezogen bist, bin ich gleich hergekommen. Meine Glückwünsche, Dankeschön. Die anderen Arenaleiter freuen sich auch für dich. Doch wir Arenaleiter werden das auch nicht so einfach auf uns sitzen lassen. Gegen dich zu verlieren war für uns alle ganz schön hart und wir haben auch unseren Stolz. Wir sind uns alle sicher, dass wir dich demnächst im Kampf schlagen können. Es wäre also sehr nett, wenn du uns allen die Chance auf einen Rückkampf geben würdest. Natürlich, wir warten in unseren Arenen auf dich. Mich findest du natürlich in Erzlingen. Die Rematches. Okay, sie haben das so gemacht. Oh Gott. Ja. Vorher wird aber noch einiges trainiert, bevor wir das machen. Da haben wir auch noch was zu machen. Aber ich will erstmal das Überlebensareal erkunden. Da gibt es ja wieder auch einige Trainer. Und vor allen Dingen, wie sage ich das? EP. Ja. Moment. Shellterra geht nach vorne.
Oh, hier haben wir auch gleich einen Doppelkampf. Sind deine Pokémon gut herangewachsen? Oh ja. Hast du gesehen, wie dynamisch ich mich bewegen kann? Der Sieg ist mir gewiss. Wir brauchen nämlich noch einiges an EP. Die Arena leider haben bestimmt 70er Pokémon, 100 Pro. Rasierblatt. Steinkante auf Lampi. Reicht aber so schon aus, okay. Oh, Lauter hätte ich auch nochmal gern wieder im Team. Latons Shiny ist sehr, sehr schön. So, next. Nochmal Steinkante. Oh, für Laton hat es gereicht, aber nicht ganz für Mantax. Robustheit. Trifft Onyx. Ja. Bam. Dun, 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 dun. So. Ich denke mal, unser Onyx könnte einen Hyperattack vertragen, oder? Was meint ihr? Wobei, wartet mal. Ich will Palimpalim nach vorne tun. An die zweite Stelle wegen den Doppelkämpfen. Hier sind auch noch ein paar Trainer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es nein? Hier ist doch 100 Pro was. Ach komm. Da unten ist aber was. Ein Sonderbonbon werden wir gleich anwenden. Ja, das wollte ich immer sehen. Wir warten noch mit dem Sonderbonbon. Dann kriegt Onyx ihn. Hey Bro, warte. Ein Trainer, der auf einem Pokémon reitet, das gefällt mir. Lass uns kämpfen. Europe. Hast du bestimmt auch einen Yugong die Weiterentwicklung, oder? Rasierblatt. Nein, ein Starmie, okay.
Unser Innen muss wirklich schrecklich sein. Starmie ist 20 Level. Wir sind 20 Level über Starmie und trotzdem hat es eine höhere Innen. So, jetzt können wir dem Sonderbonbon Onyx geben. Jetzt können wir Onyx den Sonderbonbon geben. So rum. So, Beutel. Ah, hier. So. Kann Onyx mal ein bisschen aufholen. Irgendwie mangelt es meinem Team und mir nie an neuen Herausforderern. Das ist schön. Zwei Pokémon. Ein Hibiskus. Wir gehen auf Gigasauger. Und ein Lapras. Vom Typ Eiswasser, ne? H2O-Absorber wahrscheinlich dann auch noch. Rasierblatt! One-Hit. Shit. Oh, hast du gut gemacht, Shelterra. Ein Crit. Das gibt viel EP. 58 für uns, Golking. Die Attacke kriegst du gerne. Auf Wiedersehen, Wasserring. Hallo, Hornbohrer. Eine KO-Attacke. Trifft, glaube ich, auch nur zu 30%. Ich bin eine Meerjungfrau, die auf den Wellen dahin treibt. Aber ich bin auch ein verspieltes Mädchen, das gerne mit Pokémon kämpft. Okay. Zwei Pokémon. Ein Yorb. Auf Europa müssen wir jetzt nicht so aufpassen, aber auf die Weiterentwicklung Yugong, weil es auch vom, ich glaube, Typ Eis ist, was also Wassereis. Und das, ah, so ein Blizzard oder so ein Aurora-Strahl. Nee, nee, mag ich überhaupt nicht. Aber in irgendeiner Gen sieht Aurora-Strahl sehr, sehr schön aus. Mit bunten Lichtern und so. Beziehungsweise so ein bunter Strahl kommt da rausgeschossen. Oh, wir bleiben auf Rasierblatt. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld mal wieder für Pokebälle. Ich glaube, wir brauchen noch mindestens 300.000-400.000 Poke-Dollar für Bälle. Allein nur für die Legis. Hey, komm her. Hey, bleib stehen. Schaut hier nur meine Körper an. Die raue See hat ihn so geformt. Oh, du bist also so ein Schönlingsschnösel. Okay. Ein Pokémon. Gyarados. Krebutak. Hallo, Krebutak. Wasser und Licht. Krebskott, die Vorentwicklung hat, glaube ich, nur den Typ Wasser. Okay. Das heißt, wir gehen auf Erdbeben. Aus. Oh, ein Crit. Hast du gut gemacht, Shelterra.
Willkommen bei der Pokémon Show. Oh, das wäre ein Doppelkampf gewesen, ne? Naja, geil. Vielleicht auch besser so, dass es nicht so ist. Weil es ein Astrainer ist, ein Zwirklock. Zwirklop, gehen wir mit Erdbeben an. Ob wir werden auf Knirscher gehen können. Obwohl, nee. Hatte gesehen, wie langsam das reingegangen ist. Zwerglob hat dann also eine gute physische Verteidigung. Ein HP. So, 71, 64 und 58. Gut, dass wir sie einzeln bekämpfen. Oh Gott. Wir müssen wechseln. Oh nein! Was mache ich denn da? Okay. Knirscher. Wir sind wenigstens schneller. Ich hoffe, er setzt keine Dings ein. Wie heißt das? Kein Trank. Obwohl, er geht auch auf Knirscher, okay. Kann ich mit leben. Aber warum setzt er keine Feuerattacke ein? Brutalana hat 100 pro Feuerstamm drauf. Oder Flammenwurf mindestens. Oder fliegen. Das nutze ich aber aus. Auf geht's. Onyx. So. Feuer oder? Jetzt ist es Flammen rein. Moin. So, beende es. Feuer, oder? Ich hatte Drachenklaue Knackrack im Hinterkopf. ...61 für Galoppa. Du bist kampfbereit, dann lass mal sehen, welche Pokémon du einsetzt. Sie hat bestimmt auch irgendein heftiges Pokémon. Rosemary. Magnaien geht noch. Vielleicht ein Despotter oder so. Oder Dragoran. Erdbeben. Ah doch, warte mal, Muschelglocke. Ich habe mich immer doch darüber beschwert, warum ich mal so wenig HP bekomme. Ne? Das ist bei Muschelglocke, stimmt, war das doch so. Ich muss Schaden machen, sonst kriege ich keine HP. So, auf Wiedersehen, Magnaien. Ein Kirlia? Okay, nee, doch nicht. Kirlia ist in Ordnung. Sogar Lagladi oder Gardevoir. Weil. Stimmt, die haben sie auch komplett rausgenommen.
Zumindest im Sinnoh-Dex. Knirscher. Wenn sein Curlier sich weiterentwickelt, dann hat es eine gute Verteidigung bzw. einen guten Spezialangriff. Wo geht's hier eigentlich lang? Ich muss erstmal auf die Karte schauen. Nein, wir bleiben erstmal hier. Erholungsareal. Erstmal ins Pokécenter, ja. So Pokémon heilen. Hier werde ich nicht zu viel mit den Leuten reden, damit ihr Bescheid schon mal wisst. Aber hier sind Bären. Obwohl, nee. Lassen wir den mal blühen. Ja doch, aber diesen... Ah, okay, ja, ja. Ja, ja, wir müssen so viele Bänder sammeln wie möglich, natürlich. Okay. Hier ist aber ein Item. Das holen wir uns auf jeden Fall. Fläschchen Protein, okay. Und da haben wir auch noch einen Ast-Trainer. Top Genesung. Wenn sich zwei Blicke treffen, steht ein Kampf bevor. Ja, das weiß ich doch. Aber was soll ich heute essen? Ich weiß nicht, was ich zu meinem Geburtstag essen soll. Ich hab Hunger eigentlich auf Scampis. Oh, ein Granbull. Ja, auf Hundefleisch stehe ich nicht. 57. Erdbeben. Granbull war doch vom Typ Fee normal, ne? Da müssen wir doch nach oben. Gab es hier nicht Regirock zu fangen? Beutel, ja. Du wirst siegen, das hat mir Einblick in die Zukunft verraten. Ich bin eigentlich nur noch so mehr auf weniger auf die Trainer hier scharf.
Ein Schuhpad. Die Vorentwicklung von Barnett, ne? Knirscher. Ah, ist Schattenstoß sowas wie Ruckzuck gibt? Anscheinend. Oh, ein Zwielicht. Mein erstes Shiny-Pokémon. Das ist irgendein Haus. Ich liebe es, meine Zeit mit Lesen zu verbringen. Mein Sohn ist ein ähnlich passionierter Leser. Vor kurzem habe ich übrigens gelernt, das Wort Universum in einer antiken Sprache Zeit und Raum bedeutet. Und munkelt, dass das vielleicht sein... Dass Cyrus Papa ist. Oder Opa, oder... Was bringt mir das? Ah, okay, das bringt mir das. Okay. Können wir hier wieder runter? Na komm. Welche Attacken beherrschen deine Pokémon? Daran erkenne ich, wie gut du bist. Hier gibt es ja nur Astrainer fast. Zwei Pokémon. Eine Neko. Typ Fee normal. Abim. Crit, oder? Nein, okay. '63 auf jeden Fall für unser Onyx. Oh, ein Yanma. Yanma haben sie übrigens auch rausgenommen. Weiterentwicklung Yan Mega. Ich glaube, per Antikraft, ne? Nächstes Level für Golking. Schön. Eine Abkürzung? Ich weiß nicht, ich schau einfach.
Ne, hier ist aber ein Drachenprofi oder so, ne? Müsste das sein? Drachen-Pokémon sind heilige Geschöpfe. Das hat mir mein Meister beigebracht. Und jetzt beweise ich es dir. Sein Meister? Ist es vielleicht Siegfried, sein Meister eventuell? Ein Pokémon. Dragoran oder Dratini? Ein Gyarados. Ach komm. Ja, 100 pro Eiszahn oder Blizzard. Macht nichts, wir gehen auf den Gigasauger. Er geht auf Hydro-Pumpe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Regentanz. So, beende es mit Kinesha. Jawohl. Na gut, dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Leuchtende Perle wieder. Bis dann.